Shaolin Kung Fu, die Kampfkunst der buddhistischen Mönche aus dem gleichnamigen chinesischen Kloster. Bei einem Auftritt in Hongkong zeigen die Kämpfer Buddhas ihre Fähigkeiten. Die haben sie in jahrelangem harten Training perfektioniert. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als wir Handstand trainiert haben. Nach 2 Minuten haben wir alle geheult. Es war so hart, meine Schultern fühlten sich an, als ob sie jeden Moment herausfallen würden. Ich konnte nichts mehr spüren, so als ob sie gar nicht mehr meine wären. Am Anfang war es am härtesten. Die Mönche des Klosters Shaolin betrachten die Kampfkunst als Teil der buddhistischen Praxis. Seit rund 1500 Jahren verfeinern sie in der chinesischen Provinz Henan ihre Kung-Fu- und Wushu-Technik. Ein Leben für Buddha und den Kampf. Als ich in die Kung-Fu-Schule kam, habe ich den Kontakt zu meinen Freunden langsam verloren. Wir haben nicht mehr viel gemeinsam. Es gibt kaum etwas, worüber wir reden können. Wirklich reden kann ich nur mit den Leuten in meiner Kampfgruppe. Mit dem wahren Klosterleben haben die Showauftritte unter dem Namen Shaolin eher wenig zu tun. Für die Legenden, die sich mittlerweile auf der ganzen Welt um diese spezielle Kampfkunst spinnen, sind sie dagegen sehr hilfreich.